Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir wollten uns oder sollten uns heute mit Herrn Hanusch, nicht Herrn Hanusch, mit dem Capon hier im Badehaus treffen. Leider hat das Wetter ein bisschen umgeschlagen, aber ich denke mal, baden kann man ja trotzdem, auch wenn das Wetter scheiße ist. Wo ist er denn, der gute Mann? Schloss knacken? Nee. Benutzen, dann wird er ja wohl da drin. Wenn es dunkel ist, alles klar. So, machen wir mal 23 Uhr, ne? Ich bin beschäftigt. So, jetzt ist auf jeden Fall dunkel. Versuchen wir unser Glück nochmal. Oh, es sieht aus, als würde es ihm gut gehen. So, ins Badehaus haben wir gemacht. Das Gute ist, jetzt kann es auch regnen, weil hier drin ist egal. Hier drin ist ja alles entspannt. Reden wir mal mit ihm. Was ist nun los? Kann ich dienen? Du musst mir einen Gefallen tun, Heinrich. Natürlich. Schon wieder? Natürlich. Gewiss, Herr. Gut. Sidonia ist eine teuflische Würflerin. Sie hat so oft gewonnen, bis ich nackt war. Und ich konnte ihr kein einziges Stück Stoff entreißen. Dann ziehe ich sie aus. Es lief nicht wie geplant. Es lief also nicht wie geplant? Nicht wirklich. Vielleicht kannst du es besser. Also gut, du musst Sidonia im Würfeln besiegen. Ich will nicht der Einzige sein, der seinen Arsch zur Schau stellt. Warum nicht? Sicher doch, warum nicht? So, wo ist die denn? Bist du Sidonia? Okay, dann reden wir mal mit der guten Dame. Würfle mit Sidonia, der Zubendirne. Wie geht's euch so? Ich schnack erstmal ein bisschen mit ihr. Wie geht's euch allen eigentlich? Nun ja, Herr Capon scheucht uns ein wenig umher. Nichts, das wir nicht gewohnt wären. Wegen Rattei. Wie ist Hanusch so als Herr? Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist ein guter Herr. Wird nicht mehr dasselbe sein, wenn Herr Hans an die Macht kommt. Wird ein trauriger Tag. Ja, sag ihm das, während er direkt neben dir sitzt. Gute Idee. Zurück. So. Sollen wir würfeln? Wie wäre es, wenn wir würfeln? Bist du sicher? Was täte ich denn mit zwei nackten Männern? Ja, ganz sicher. Oh. Dann zeig mal, wie gut du bist. Okay, ich habe die Regeln auch schon wieder vergessen. Wird gut werden. Okay. Ich glaube, Einsen und Fünfen waren gut, ne? Guck mal hier, ich habe eine 6 und eine 6. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Ey, ohne Spaß, ich muss kurz nochmal lesen. Bist du Glücksspiel frönen? Kannst du dich in jeder Schenke, was auf sie hat, am Würfelspielen flippt? Ist 100 wert, 5 ist, 3 gleiche Augen sind 100 Punkte. Wir gehen nochmal einmal durch. Ziel dieses Spiels für zwei Spieler ist es, als erster eine bestimmte Punktzahl zu erreichen. 6 Würfel werden geworfen und die Spieler wechseln sich ab. Punkte gibt es für jede 1 oder 5, sowie für mindestens 3 gleiche Augen einer Zahl. Gepunktet wird wie folgt. 1 ist 100, 5 ist 50 Punkte wert. 3 gleiche Augen sind 100 Punkte, multipliziert mit den Augenwert. Beispielsweise, ja genau, 4 sind 400 Punkte. 3 mal 1 ist 1000 Punkte wert, okay. 4 gleiche Augen sind das Doppelte der Punktzahl für 3 gleiche Augen wert. Also, okay, ich verstehe. Punkte, bum, bum, bum. Der Zug eines Spielers beginnt immer mit dem Werfen aller 6 Würfel. Danach wählt der Spieler mit E jene Würfel aus, die Punkte erzielt haben und legen sie beiseite. Es muss immer mindestens ein Würfel beiseite gelegt werden. Danach darf der Spieler die verbliebenen Würfel mit F erneut werfen und so weiter. Würfelkombinationen werden nur für den aktuellen Wurf gewertet, nicht für den ganzen Zug. Okay, ich kann also nicht irgendwie einen Würfel zur Seite legen, alles klar. Das Kennenlernen des Spiels lautet, wenn bei einem... Nee, das Kernelement des Spiels lautet, wenn bei einem Wurf kein einziger Würfel Punkte erzielt, ist der Zug des Spielers zu Ende und sämtliche Punkte, die bisher bei diesem Zug gewürfelt wurden, gehen verloren. Danach ist der Gegner an der Reihe. Aus diesem Grund ist es ratsam, seine Züge mit Q zu beenden, bevor das Risiko zu groß wird, dass nicht ein einziger Würfel punktet.
Oft zahlt es sich aus, nicht alle Würfel, die Punkte erzielt haben, beiseite zu legen, sodass man die Chance auf eine höhere Punktzahl beim nächsten Wurf verbessert. Da jeder Spieler seinen eigenen Würfel nutzt, kann man relativ leicht schummeln, wobei es nicht so einfach ist, an gezinkte Würfel zu gelangen. Aha, ich habe es, glaube ich, immer noch nicht so ganz verstanden. Probieren wir es einfach mal. Also, wir hätten jetzt hier zum Beispiel, ich würde den und den zur Seite legen und die 5. Mal sehen. Den, den und den. Wobei die beiden haben ja... Kann ich die denn jetzt zur Seite legen und dann nochmal würfeln? Ah, wir versuchen es mal. Ich check's, glaube ich, noch nicht so ganz. Den, ne, den so. Ne, geht nicht. Okay, punkten und fortfahren. Alles klar, punkten und fortfahren. So. Ich check's langsam, glaube ich, doch. Da, there we go. Dann nehmen wir den, den, den. Punkten und passen. Die zieht mich wahrscheinlich mega ab, die gute Frau. Aber jetzt wird's was. Meinst du? Oh, warten wir mal ein Abdo, ne? Warten wir mal ein Abdo. Scheiße. Huh. Das war's für mich. Okay, ja, mal gucken. Also. Wir haben eine 4. Ne, gab die 4 jetzt Punkte? Nee, ne? Die 5 gab Punkte. Die 5. Eine 5. Punkten und fortfahren. Eine 1. Und eine 1. Machen wir noch einmal eine Runde. Oh, warte, noch eine 5. Punkten und passen. Das war's. Oh, scheiße. Jetzt du. Das lief nicht so gut. Okay, was haben wir denn? Oh, das sieht aber gut aus so. Also, den, 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 den und den. Punkten und passen, würde ich mal sagen. Du hast gewonnen. Endlich ernsthafte Konkurrenz. Hast du jetzt was? Ich ließ dich gewinnen, ja? Klar. Holy moly, das sieht sehr gut aus. Also, den, den, den und den. Ich würde sagen, die Runde haben wir sofort gewonnen. Punkten und fortfahren. Punkten und passen. Genau. Zeig's ihr. Genau so. Zeig's ihr, Heinrich. Ich glaube eher, ich bin dran mit dem Herzeigen. Sprich mit Herrn, dann reden wir mal mit ihm. Also wir haben es tatsächlich geschafft. Das Wichtige ist jetzt nicht verkacken. Also machen wir jetzt Folgendes. Spiel speichern. Letztes Mal ist danach irgendeine Scheiße passiert. Ich musste nochmal würfeln und hab verkackt. Diesmal speichern wir vorher. Das tun wir uns nicht nochmal an. So. Herr Capon. Hab ich gut gemacht, oder? Ich könnte auch ein Bart vertragen. Franzi, blanke und hüpf rein. Bist du betrunken oder was? Ja, nur gut. Klar, warum nicht? Leg die Kleider in die Truhe. Leg deine Kleider in die Truhe und steig in den Zuber. Ja. Was ist denn? Kleider ablegen und in den Zuber steigen. Ja, ob das so eine gute Idee ist, gibt wahrscheinlich... Rüber. Ich möchte nicht auf deinen Aal treten. Na gut, einen kleinen Moment. Ich rolle ihn für dich ein. Scheiße. Oh. Also, nimm's nicht persönlich. Aber das war wirklich allerhöchste Zeit, Heinrich. Gab schon Kuhfladen, die weniger stanken. Du weißt wirklich, wie man es krachen lässt. Hier, trink! Nicht besonders gut, aber zur Not tut der es auch. Da sage ich nicht nein, ja, komm. Da sage ich nicht nein. Her damit. So ist recht. Das haben so, wir uns auch mal verdient. Holst du dich also von deinen Verletzungen? Wein und Dirnen? Natürlich. Wie sonst? Wie
Gibt es Neuigkeiten, Heinrich? Was ist mit dir, Herr? Hast du dich von unseren abenteuerlichen Jagdeskapaden erholt? Mir geht es gut, Heinrich. Die Bäder sind genau das Richtige. Und Sidonia hat heilende Hände. Clara, bring den Herren etwas Wein, bevor sie sauer werden. Ist gar kein Wasser mehr drin. Weißt du was, Heinrich? Diese Pisse können wir nicht trinken. Clara, Liebste, du musst doch zugeben, meine Teure, der Wein ist wirklich bescheiden. Frag Herr Hans Kappern, was ihm nun schon wieder auf dem Herzen liegt. Reden wir mal mit ihm. Was hat er denn nun wieder? Nicht mit dem Wein. Lieber trinke ich das Badewasser. Geh und besorg einen edleren Tropfen. Aber wo? Ah, ich hab's. Im Keller des Rathauses gibt es vorzüglichen Wein, den Herr Hanusch für uns gekauft hat. Und du möchtest, dass ich hingehe und ihn hole? Ich wäre dir zu Dank verpflichtet. Ein dankbarer Adliger ist der beste Verbündete. Na gut. Na gut. Was für ein Wein ist es? Ein roter Silvaner. Es ist das letzte Fass auf der rechten Seite am Ende des Ratskellers. Besorg dir irgendwo einen Krug und nimm etwas davon mit. Oh, ich hätte eine Frage zu dem Wein. Ich wüsste gerne etwas über diesen Wein. Was denn? Werden Sie mich einlassen? Ich kann einfach hingehen und nehmen, was ich will? Ja. Nein, eigentlich nicht. Es wäre gut, wenn dich niemand sieht. Aha. Verriegelte Türen? Dieser Wein wird nicht etwa hinter Schloss und Riegel gelagert. Aber das hält einen schlauen Burschen wie dich doch nicht auf, oder? Welchen Wein soll ich holen? Welcher Wein soll es sein? Der rote Silvaner. Das letzte Fass, ganz hinten rechts. Es ist leicht zu erkennen, weil es das einzige ist, das angezapft ist. Okay, na gut. Na gut. Also gut. Also gut, ich hole ihn. Guter Mann. Ach du meine Fresse, das wird wieder scheiße werden. Bin ich jetzt angezogen oder wie sieht das aus? Suche im Keller des Ratshauses nach dem roten Silvaner. Beschaffe einen Krug. Habe ich denn jetzt Klamotten an oder? Ja, ich habe so Badesachen an, ne? Ist immerhin etwas. Rüstung. Okay, warte, wir ziehen erstmal Klamotten an. Wir sehen doch schon wieder relativ brauchbar aus. So, Waffen. Wir brauchen eine Fackel jetzt in die Hand, auf jeden Fall. Und den Jagdbogen. So, schließen. Ihr wisst ja, ohne Fackel rumzulaufen ist illegal. Das gibt dann Ärger. Wo geht's denn jetzt hier raus? Wo geht das denn jetzt hier raus? So. Oh, was ein geiles Wetter. Hast du richtig Bock, jetzt rumzueiern im Dunkeln? Das wird ja wieder wunderbar. Leicht angetrunken, geht's los. Beschaffe einen Krug. Damit fangen wir mal an. Was ist das? Besuche Theresa. Warte, ich mach mal Theresa eben aus. Hätten wir mal Theresa besucht, du. Ohne Scheiß. Okay. So, nur damit los. Wir versuchen jetzt mal erstmal einen Krug zu finden. Und dabei nicht zu viel zu rübsen. Ist das ein schönes Wetter? Das ist das perfekte Wetter, um jetzt, nachdem man schön im Badehaus war und sich vergnügt hat, mal eben noch einen Krug zu organisieren, Wein zu klauen. Oh, das wird nach hinten losgehen. Ich sag euch, wie das ist. Das wird wieder nach hinten losgehen. Das wird sowas von wieder nach hinten losgehen. Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr das wieder nach hinten losgehen wird. So sehr auf jeden Fall. Oh, wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Ich bin voller Hoffnung und guter Dinge. Ach, scheiße. Ich kann jetzt immerhin schon mal Schlösser knacken. Und Krug wird ja wohl irgendwo rumstehen. Den werden wir einfach so nehmen können. Hoffentlich. Es gewittert sogar. Heute übrigens hier auch bei uns Gewitter. Mein Handy hat mich gerade gewarnt. Das heißt, heute Abend im Stream vielleicht ein bisschen Gewitter. Moin! Wundert euch nicht wegen meinen Klamotten. Ich sehe normal aus. Hallo!
So. Vorsichtig. Kein Stress. Ist das jetzt das Ratshaus? Ich muss mal gucken. Ne, wir müssen da außen rum und da rein. Das ist das Ratshaus. Ach du Scheiße, ey. Hallo. Bettler. Okay. Das wäre jetzt so der Moment, wo man vielleicht dann doch mal zwischenspeichert. Steht da Ratshaus dran oder was ist das jetzt? Ah, das wird schon passen. Okay, ich speichere jetzt mal zwischen, weil da habe ich jetzt echt mal Angst, dass das schief geht. Alles klar. So, und vorsichtig, ne? Erstmal einen Krug organisieren. Wir gehen mal erstmal langsam. Das sieht doch sehr krügelig aus, aber nee. Wir sollten vielleicht die... Na, ich lasse die Fackel erstmal noch draußen. Wieso kann ich die Treppe nicht hochgehen? Ach, komm schon. Okay. Fackel wegstecken. Was willst du hier? Hau nicht ab, sonst rufe ich die Wache. Kann ich helfen? Okay. Suchst du was? Nö, nö, nö. Alles gut, ich bin nur auf der Suche nach dem Krug. Muss ja irgendwo im Keller sein wahrscheinlich. Wir gehen mal nach unten. Nee, die Fackel wollte ich haben. Okay. Erstmal muss ich den Krug finden, ey. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Schauen wir mal. Es muss ja irgendwo auch unten reingehen. Schloss knacken. Schloss knacken, sehr schwer. Oh, wo wird das denn sein? Nee, nee. Ich versuche... Suche im Keller des Ratshauses nach dem Dingsbums. Das scheint hier ja schon irgendwie das Ratshaus zu sein. Wie kommen wir in den Keller? Sehr schwer, sehr schwer. Wir müssen mal den Keller finden. Sehr schwer. Sehr schwer. Keller ist ja schon mal grundsätzlich irgendwie unten, ja? Das heißt, ja. Es gab eigentlich nur eine Tür, wo es leicht rein... Hallo? Wo kommst du denn plötzlich her? Wächter. Scheiße, ein Glück bin ich da nicht rein, ey. Das wäre aber kacke gelaufen. Du Scheiße. Der Plan ist wirklich kacke. Irgendwo war doch leicht. Die sind alle sehr schwer. Irgendwo war aber doch gerade noch leicht, oder nicht? Oder ist es doch alles sehr schwer? Scheiße. Muss doch irgendwo da leicht reinkommen. Oh Mann. Okay, der Horn kräht. Wir versuchen unser Bestes, Leute. Wir versuchen im nächsten Part stumpf unser Bestes.
Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal den Däumlein da. Kommentar und Feedback natürlich mal gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder, versuchen irgendwie an diesen Wein ranzukommen. Ja, und bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.